Passieren erlaubt für den Kremser von Herbert Banno. Etwa ein Drittel der 1000 Hektar will er seinen Gästen zeigen. Die einstige Hindenburgstraße, die Zufahrt, ist noch gut erhalten. Rechts schon das erste Wachgebäude. Wurde ja im Prinzip alles nachhinein hier weiter vorgesetzt. Aber die offizielle Wache befindet sich hier natürlich, wo der ganze Durchgang dann vonstatten ging. Seine Touren von Anfang an ausgebucht. Touristen und Einheimische wollen die 80 Jahre lang gesperrte Halbinsel sehen. Wustrow, der geheimnisvolle Ort in der Mecklenburger Bucht. Die Gartenstadt, errichtet für Zivilbeschäftigte und Offiziere von Reichswehr und Wehrmacht. Heute eine Geisterstadt, betreten verboten. Früher gab es hier sogar Geschäfte, einen Friseur, Kindergarten, Gastronomie. Hier links sieht man die Soldatenunterkünfte. Sie sehen, das ist natürlich eine andere Häuserstruktur wie im vorderen Bereich die Offiziershäuser. Wustrow war ein Vorzeigeobjekt, die größte Flak-Artillerieschule der Nazis. Hier übten die Soldaten das Schießen auf Objekte in der Luft und auf der Ostsee. Nach dem Krieg übernahmen die Russen. Bis zu 3000 Mann waren bis 1993 auf der Halbinsel stationiert. Auch danach blieb die Öffentlichkeit draußen. Zu viele Altlasten. So, kleinen Moment mal. Jetzt, wenn Sie aussteigen, wie gesagt, laufen Sie hier nicht in das Gelände kreuz und quer. Hier befindet sich dann auch, in dem Sinne vielleicht auch irgendwo noch Munition. Tonnenweise hat der Bergungsdienst schon militärische und andere Hinterlassenschaften weggeräumt. Auf den Wegen dürfen Sie bis zum Steilufer. Der Blick auf Rerik und spezielle Architektur. Guck mal, Peter, russische Mauerkunst. Schön, ja, schön Stein auf Stein, nicht versetzt. Die kann man nur so mauern. Ja. Aber guck mal, es steht immer noch. Es steht noch, aber beim nächsten Sturm fällt es ein. Eindeutig. Nächste Station, der ehemalige Tower. Von dort aus kontrollierten die Militärs ihre Schießübungen und Manöver. Die Bausubstanz ist hier besser, betreten auf eigene Gefahr. Niemand ist auf dem Kremser geblieben. Oben zeigt sich, Wustrow ist nicht ganz verlassen. Es gibt ein wenig Landwirtschaft, damit nicht alles verbuscht. Doch gut 700 Hektar dürfen für ein Naturschutzgebiet zuwachsen. Auch unten übernimmt allmählich die Natur. Mittendrin eine Gefechtsszene der Russen. Kriegsfantasie. Das ist 3D. Guck mal, das ist ein Bundeswehrpanzer, haben Sie da drauf gemalt? Der hat, glaube ich, echtes Bundeswehrkennzeichen. Tatsächlich, mit Gegner. Kommt da, ja. Und der brennt natürlich, der Bundeswehrpanzer. Der verliert, der brennt. Das war mal wirklich, ja, Propaganda. Die glorreiche Rote Armee, die zerschossene Bundeswehr. Ja, alles vorbei, Gott sei Dank. Ja. Nach 2,5 Stunden ist die erste Neugierde befriedigt. Am meisten beeindruckt hat... Ich würde sagen, wie sich die Natur, die Zivilisation wieder zurückerobert hat. Und natürlich der geschichtliche Hintergrund. Der Natur überlassen oder Ferienanlagen bauen, Wustrows Zukunft ungewiss. Kutscher Banno wird seine Gäste auf dem Laufenden halten. Dreimal die Woche auf der neuen Tour über die geheimnisvolle Halbinsel.